Wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe hier mit Forex Screener und Manuel Lücke. Ich freue mich sehr, dass Sie auch heute wieder live dabei sind und sich für das Webinar interessieren. Das heutige Thema lesen Sie ja gerade bei mir auf dem Bildschirm: Pivotpunkte erfolgreich handeln. Bin sehr gespannt, freue mich auf das Webinar, freue mich, dass Manuel wieder für uns die Zeit gefunden hat. Und bevor ich den Bildschirm übertrage, müssen wir immer kurz den Risikohinweis besprechen. Denn dieses Seminar dient nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt müssen Sie wie immer Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen dieses Event bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen, unabhängig vom Inhalt. Ja, schönen guten Abend, Roland. Sehr gut. Also, dann, lieber Manuel, kriegst du jetzt den Bildschirm. Wünsche natürlich viel Erfolg, aber auch viel Spaß. Alles klar, vielen Dank, lieber Nelson. So, sollte man jetzt den Bildschirm schon mal sehen? Korrekt. Perfekt, Präsentation ist gestartet. Und ja, dann natürlich auch von mir nochmal einen schönen guten Abend. Schön, dass ihr alle so zahlreich erschienen seid zu diesem Webinar. Heute geht es mal wieder um das Thema Pivotpunkte, wie man damit erfolgreich handeln kann, Trading-Setups finden kann, alles natürlich im Zusammenhang mit dem Forex-Screener. Und ja, Pivotpunkte ist ein sehr wichtiges Thema im Trading-Bereich, gerade was eben das Finden von Trading-Setups angeht und auch die Frage beantwortet, wo sind denn potenzielle Ausstiege, beziehungsweise wie weit läuft denn der Kurs noch? Darauf werden wir im Detail noch eingehen und schauen, wie wir das Ganze auch mit dem Forex-Screener finden können. Hier nochmal ein kleiner Überblick der Agenda für heute. Denn wir werden auch in die Theorie etwas eintauchen, wie sich Pivotpunkte berechnen lassen. Das ist für viele Magic, sage ich mal. Da steckt aber gar nicht so viel Magic dahinter, sondern eigentlich nur simple Mathematik. Dann schauen wir uns das Ganze im MetaTrader natürlich an mit einem Indikator, den wir auch zur Verfügung stellen für Sie. Und als letzten wichtigen Punkt gehen wir ein paar Trading-Setups durch, die man natürlich so handeln kann, auch manuell finden kann oder entsprechend mit dem Forex-Screener finden kann oder sich sogar benachrichtigen lassen kann, wenn solch ein Setup eintritt. Und bevor es losgeht, vielleicht noch eine kleine kurze Vorstellung meinerseits für die Leute, die mich noch nicht kennen. Mein Name ist Manuel Lücke. Ich bin seit über 10 Jahren an der Börse aktiv und bin ja studierter Informatiker. Habe damals als Werkstudent in einer Vermögensverwaltung angefangen, in einer Berliner Vermögensverwaltung. Und da ja, ist man sehr geflasht, wenn man auf automatische Systeme trifft, die automatisch Geld verdienen können, teilweise eben bis zu mehreren Millionen an einem Tag. Und dann ist man einmal in dem Thema gefangen, will davon auch gar nicht mehr so richtig weg oder kann davon auch gar nicht so richtig weg. Also mein Börsenfieber ist bis heute geblieben und dementsprechend war ich da auch relativ lange in dieser Firma angestellt. 5 Jahre waren es circa. Und ja, später habe ich mich dann selbstständig gemacht mit einem Kollegen auch im Bereich automatisierter Börsenhandel. Da haben sich dann später die Wege auch wieder getrennt. Und ich habe mein eigenes Steckenpferd quasi in Angriff genommen, den Forex-Screener. Damit können Sie den Markt screenen nach Trading-Setups. Darum soll es ja heute auch gehen. Pivotpunkt ist eines der Felder, die damit abgedeckt werden. Und als zweites Standbein von unserem Hause haben wir das Projekt Top Trading Software. Da geht es darum, dass Sie Ihren Algorithmus automatisieren lassen können. Also wenn Sie beispielsweise sagen, ich weiß schon, was ich handle, aber ich habe keine Lust mehr, so lange vor dem Rechner zu warten, bis der nächste Trade kommt, dann ist das Stichwort für Sie Handelssystem, was wir für Sie entwickeln können. Und neben Handelssystemen sind wir auch generell auf
Trading-Software spezialisiert. Also alles, was man so im Trading-Alltag braucht. Wenn Sie halbautomatisierte Software benötigen, wie zum Beispiel Trailing-Stop-Loss-Software oder eben auch Copy-Trading oder Monitoring-Software, falls Sie eventuell mehrere Accounts haben oder auch für Klienten handeln, dann sind Sie bei uns natürlich herzlich willkommen. Okay, aber wie gesagt, geht es heute um das Thema Pivotpunkte und wir steigen mal direkt ein in das Thema. Ich muss hier noch mal kurz schauen, dass wir die Einzeichnung machen können. Perfekt. Okay. Ja, dann kann es losgehen. Hier haben wir ein typisches Chartbild. Ich hoffe, es wirkt nicht zu unübersichtlich für Sie. Und zwar hat man hier verschiedene Linien eingezeichnet, horizontale Linien. Das sind genau 7 Stück. Die eine gelbe und die drei türkisen nach oben. Dann die drei dunkelblauen unter der gelben Linie. Das sind die 7 Pivotpunkte. Die gelbe Linie ist der Pivotpunkt P. Die drei türkisen Linien darüber sind die Pivotpunkte R1, 2 und 3. Und darunter haben wir die Pivotpunkte S1, 2 und 3. Das R steht für Resistance, quasi Widerstand auf Deutsch übersetzt. Und die Pivotpunkte S1 bis 3 sind Support-Widerstände, also S steht eben für Support, Unterstützungslinien und entsprechend verrät ja auch schon der Name, was die Funktionalität dahinter bzw. die Indikation dahinter, wie wir das nutzen können für uns. Und zwar die Support-Linien nehmen wir eben dann, wenn der Markt von oben kommt und das Ganze als Unterstützung an diese Linie herantritt, können wir entsprechend den Abprall handeln. Und genau, für die anderen Linien gilt eben genau das Gleiche. Also für die Resistance-Linien ist es entsprechend umzukehren, dass wenn der Kurs von unten kommt, wird er eben so daran abprallen. Wenn man sich die Linien im Chart ansieht, da wird man auch immer erkennen können, dass das Ganze oft eintreten wird. Also hier sieht man ja eben diese ja, Bodenbildung, beziehungsweise nicht Bodenbildung, aber diese Ansammlung oder Annäherung an diesen S1-Punkt, die erfolgt eben sehr oft und sogar über den ersten Handelstag hinaus wird immer wieder dieses Level angelaufen. Und das Gleiche hat man eben auch auf der anderen Seite, dass man hier den Pivotpunkt der 1 hat, wo der Widerstand von unten des Öfteren angelaufen wird. Und der Hintergrundgedanke ist eben, man kann sich natürlich an solchen Levels einfach positionieren in die Gegenrichtung. Man muss natürlich auch gucken, ob das Ganze ins Bild passt, übergeordnet auf den Zeitintervallen. Und dass man nicht in einem Aufwärtstrend eben Short-Positionen aufbaut. Also das kann man natürlich tun, aber dann sollte man ein bisschen kurzfristiger unterwegs sein und ja, vielleicht keine Swing-Trades machen, wenn man jetzt so auf dem H1 das Setup gefunden hat. So, und ich würde vorschlagen, wir gucken uns einmal an, wie sich die Pivotpunkte berechnen lassen. Und ja, von jeder Kerze kann man sich eben drei Informationen herausschneiden, die man dafür benötigt, für die Berechnung aller Pivotpunkte. Das sind nämlich der Schlusskurs, das High und das Low. Und als erstes fängt man eben damit an, dass man sich den Pivotpunkt P berechnet, indem man einfach den Durchschnitt aus diesen drei Informationen bildet. Und wie man die anderen Punkte darauf basierend berechnet, das gucken wir uns vielleicht mal in der nächsten Folie an. Hier haben wir das Ganze auch nochmal abgebildet mit einem kleinen Zahlenbeispiel. Hier haben wir, wie eben schon beschrieben, die Formel für den Pivotpunkt P in der Mitte, den gelben Pivotpunkt auf der vorherigen Folie mit dem Chart. Und wir haben jetzt hier das Beispiel, der Schlusskurs, beziehungsweise die Kerze, die schließt bei 1, von mir aus 1 Dollar.
Und das Tief liegt eben bei 90 Cent. Der Hochpunkt liegt bei 1,10 Dollar. Und dementsprechend ergibt sich der Pivotpunkt P liegt ja genau in der Mitte, wenn man alles zusammenrechnet, 3 durch 3, ist der Pivotpunkt P eben genau bei der 1. Und dann hat man diese Formeln, womit man die Pivotpunkte R1, S1 berechnen kann. So richtig interessant, meiner Meinung nach, wird es ab dem Pivotpunkt R2, da man hier eben einen guten Zusammenhang erkennen kann zwischen den einzelnen Kerzen. Und zwar, wer genauer hinschaut, sieht eben aus der Formel diesen Ausschnitt High minus Low, was eben bedeutet, eine ganze Range oder ja die Strecke einer gesamten Kerze, die von dem berechneten Pivotpunkt P eben darauf addiert wird. Das heißt, der R2-Punkt, die Distanz zum Punkt P, ist entsprechend einmal die komplette Kerzenlänge dort drauf addiert auf den Punkt P. Und das Ganze funktioniert eben auch andersherum, dass man von dem Pivotpunkt P die eine Kerzenlänge abzieht, dann ist man bei dem Punkt S2 angekommen und genauso berechnen sich auch die Punkte S3 und R3, indem man einfach das Ganze ja auf den R1-Punkt raufrechnet und so erhält man eben diese Levels. Also erstmal einfaches Zahlenbeispiel, wer die Pivotpunkte schon kennt. Also ich habe mich, bevor ich das wusste, immer gefragt, ja, wie werden die denn berechnet? Alles simple Mathematik. Und wir können uns das Ganze ja mal im MetaTrader-Chart angucken. Wir haben auch den Indikator dafür zur Verfügung gestellt. Wer will, kann sich den einmal herunterladen. Ich würde den Link vielleicht auch mal kurz in den Chat hinein posten. Für die Leute, die es noch nicht haben. Und dann können Sie das vielleicht einfach einmal mitmachen. So, ist reingeschrieben. Und dann gehen wir in den MetaTrader hinein. Dann habe ich hier den Pivotpunkte-Indikator bereits schon mal runtergeladen. Findet man hier quasi dann im Downloads-Ordner. Und ich würde Ihnen auch noch ganz kurz zeigen, wie man das Ganze installieren kann. Und zwar gehen Sie dann unter Datei, Dateiordner öffnen, gehen hier in den MQL5-Ordner hinein, unter Indikatoren. Und dann können Sie entweder hier oder auch in einem Unterordner, das ist Ihnen komplett überlassen, können Sie quasi den Pivotpunkt-Indikator einfach ablegen. Dann gehen Sie wieder zurück in den MetaTrader, machen einen Rechtsklick, gehen auf Aktualisieren und dann haben Sie ja in dem Navigator haben Sie Ihre Indikatoren. Dort können Sie dann einfach den, ja, den Indikator finden, wo Sie ihn auch abgelegt haben. In meinem Falle ist es der Forex Screener Ordner und ich würde mal hier noch einen neuen Chart aufmachen. Vorlage, zack. Und dann kann man den Indikator einfach hineinziehen. Und dann wird entsprechend alles automatisch eingezeichnet. Was ich gerade, glaube ich, gar nicht erwähnt habe, ist, dass die Pivotpunkte, die sind ja immer, also die beziehen sich oder die Berechnung bezieht sich immer auf die vorhergehende Periode. Das heißt, wenn wir auf, wenn wir uns einmal den Tag angucken, den heutigen Tag beispielsweise, dann berechnen sich die Pivotpunkte des heutigen Tradestages hervorgehend aus den Informationen des gestrigen Handelstages, also der gestrigen Tageskerze sozusagen, ne? Dass wir uns den Close, High, Low nehmen und dementsprechend wird das dann hier so berechnet. Und wenn man jetzt mal ein bisschen rauszoomt und durch die Charts skippt, oder in die Charts mal hineinschaut, dann kann man eben schon sehen, dass an vielen Stellen an den Pivotpunkten immer so ein Abprall bzw. der Widerstand genutzt wird und teilweise sich gute Einstiege
ja, dort ausbilden können. So, dann frage ich mal, ob es bis hierhin erstmal Fragen gibt. Würde mal einen kurzen Blick in den Chat hineinwerfen. Ansonsten würde ich sagen, können wir auch in den Forex-Screener mal hineingehen und mal schauen, wie wir denn ja, uns einen Vorteil quasi daraus ziehen können aus dem Ganzen. Ich habe es ja quasi schon verraten. Man kann den Widerstand abprall handeln, aber es würde natürlich ein Problem werden, wenn man jetzt jedes Mal den Moment versucht einzusteigen, wenn der Kurs sich an einem der Pivotpunkte befindet. Denn jetzt in diesem Handelstag betrachtet, wenn man jetzt versucht, an dem Punkt S1 einzusteigen und dort entsprechend in die Long-Richtung zu gehen, dann hätte man hier ganz schön auf die Mütze bekommen, ja. Und der Fakt quasi, dass der Kurs sich dicht an dem Pivotpunkt befindet, ist nur ein Puzzleteil von dem ganzen Puzzlebild, was Sie sich eben zusammenbauen müssen. Und da kommen halt mehrere Faktoren hinein. Ein Faktor könnte eben sein, wenn man eben mal schaut, dass der Kurs oder der Markt hier in einem Abwärtstrend ist, dann macht es natürlich immer mehr Sinn, an den Punkten einzusteigen, wo man shortet und nicht dort einzusteigen, wo man long gehen würde, weil so können wir eben erreichen, dass wir ja, uns quasi auf den Zug des Trendes, des Abwärtstrendes mit aufspringen können und entsprechend ein bisschen länger die Position halten können. Hier kam eine Frage rein, ob es den Indikator nur für den MT5 gibt. Ja, wir haben ihn jetzt nur für den MetaTrader 5 bereitgestellt, da wir das Add-on für den Forex-Screener, das funktioniert eben auch am besten für den MetaTrader 5. Der Vierer unterstützt leider nicht die Funktionalität, dass die Filter quasi direkt eingezeichnet werden in dem Chart. Deswegen haben wir das Ganze nur entwickelt für den Fünfer. Und ich gehe mal davon aus, dass wenn Sie googeln nach Pivotpunkte MetaTrader 4, dann werden Sie das aber auch finden, entsprechend von einem anderen Anbieter. Okay. So, dann gehen wir mal hinein in den Forex-Screener. Und Sie können ja mal in den Chat hineinschreiben, ob Sie mit dem Forex-Screener schon vertraut sind oder ob Sie noch komplett neu sind. Also wer neu ist, kann einfach mal eine 1 reinschreiben. Und wer den Forex-Screener schon kennt oder sagen wir mal selber schon genutzt hat, der kann ja mal einfach eine 2 reinschreiben. Und dann weiß ich eben, ja, wie tief ich den Forex-Screener an sich noch mal erklären soll. Kann ja, okay. Also das ist so ein bisschen 50-50. Dann versuche ich es einfach mal zu erklären, aber nicht langweilig werden zu lassen für die, die es schon kennen und eventuell noch ein paar Gold Nuggets mit reinzubringen, damit sie hier nicht das Gefühl haben, dass sie hier nichts Neues lernen. Und zwar, ja, so sieht der Forex-Screener aus. Wir haben sehr viele Filter und wir wollen jetzt eben uns darauf spezialisieren, dass wir solche Einstiege finden, beziehungsweise Kurse finden, die dicht an einem Pivotpunkt liegen. Und wir haben hier oben eine Suche, wo Sie Trading-Begriffe eingeben können, wo Sie eben, ja, ich sag mal, Kriterien eingeben können, die Sie für Ihr Trading reinbringen wollen. Es könnte jetzt sowas sein wie Trend, es könnte sowas sein wie Supertrend oder RSI oder Bollinger Band. Und dann werden Sie entsprechend die Filter erhalten, wonach Sie gesucht haben. Also in unserem Punkt für das heutige Webinar kann ich eben Pivot eingeben und erhalte jetzt alle Pivotpunkte Filter. Und mit den Filtern kann ich eben die Kriterien, ja, wonach ich suche, eins zu eins eingeben. Also wir haben jetzt hier so eine Filtergruppe, die nennt sich Distanz zu Pivotpunkten auf Tagesbasis. Und hier könnte man entsprechend jetzt mal schauen, welche Assets sind denn sehr dicht an dem Pivotpunkt P. Und
Hier kann man den Filter eben aufklappen, sagen, die Distanz soll kleiner sein als 0,02%. Diese 0,02% beziehen sich auf den Abstand des, ja, des Kurses quasi zu dem Pivotpunkt P. Also damit, angenommen, man würde jetzt im Forex-Bereich unterwegs sein, könnte man es ja auch als Pips angeben. Und da hätte man aber natürlich eine ganz andere Relation, als wenn man US-Aktien jetzt handelt und das Ganze ein Cent entfernt ist, eben wegen der Nachkommastelle. Also im Cent-Bereich wären es ja eben die zweite Nachkommastelle, im Pips-Bereich die vierte oder auch teilweise eben die zweite. Und damit wir das alles so vereinen können, haben wir gesagt, wir machen das relativ als prozentuale Angabe und dann kann man das eben alles über einen Kamm scheren. So, jetzt haben wir noch eine Sache, und zwar das Zeitintervall. Können Sie noch einstellen, auf welchen Zeitintervall Sie handeln wollen und entsprechend die Ergebnisse sehen wollen? Wir nehmen jetzt einfach mal M15. Und hier ist es eben so, wenn man das jetzt nicht einstellen würde, dann würde er entsprechend auch auf H1 die Ergebnisse liefern oder auf allen anderen Zeitintervallen, da auf jedem Zeitintervall das Symbol ja eben gleich entfernt ist oder dicht dran ist an dem Pivotpunkt. So, und jetzt gucken wir mal in den Ergebnissen. Jetzt haben wir 14 Ergebnisse gefunden. Das Ganze wird immer real-time gescreent. Und hier hätten wir jetzt mal den Euro-US-Dollar. Hier wird gesagt, 0,002% ist ja vom Pivotpunkt P entfernt. Und dann können wir mal gucken, per Klick, einmal raufgeklickt, sagt der Chart erfolgreich geöffnet. Und dann öffnet er es im Hintergrund über das Add-on auch in unserem MetaTrader. Wer das Add-on noch nicht kennt, kann es auch gerne mal reinschreiben. Dann können wir es zusammen nochmal installieren. Oder wenn es sich gewünscht ist, dann können wir das auch einfach sein lassen. Wichtig ist hier jetzt, ich hoffe mal, dass man das gut erkennen kann. Ich kann ja auch mal ein bisschen rein zoomen. Und zwar, ja, hier sieht man jetzt der aktuelle Kurs, der ist entsprechend genau an dem Pivotpunkt P dran. Der Pivotpunkt P ist eben die gelbe Linie. Und so kann man schon mal sicherstellen, dass der Screener eben die Sachen findet, die für uns jetzt relevant sind. Hier sieht man auch eine interessante Stelle, und zwar der Pivotpunkt R1. Ja, der wurde hier heute schon mal angelaufen und entsprechend hätte man sich hier positionieren können in Richtung Short, da es eben genau bis dahin gelaufen ist und dann abgeprallt ist. Man muss hier natürlich auch wieder the bigger picture betrachten, also auf H1 sollte man zum Beispiel mal gucken, ob es dann auch ein Abwärtstrend entsprechend ist, dann gibt es natürlich Pluspunkte für Setup, um an der Stelle eventuell in Short zu gehen. Okay. So, das wäre jetzt die Möglichkeit, wie man ein Setup findet, also noch nicht Setup, aber erstmal Symbole findet, die an dem Pivotpunkt P sind. Und für mich persönlich interessant sind eigentlich immer die Sachen oder die Symbole, die sehr weit schon gelaufen sind. Also ich suche mir sehr, sehr selten, eigentlich so gut wie gar nicht, Setups raus, die jetzt am Pivotpunkt P sind, sondern eigentlich ist für mich eher interessant die Sachen, die schon ganz außen sind, am Pivotpunkt R3 liegen zum Beispiel. Ja. Und dementsprechend könnte man jetzt hier mal zurückgehen und in den Forex-Screener und schauen, ob wir jetzt vielleicht mal ein Setup finden können, was dicht an dem Pivotpunkt R3 oder auch an dem Pivotpunkt S3 liegt, weil das eben die äußeren Punkte sind. Und dann können wir mal gucken. Okay, das ist jetzt ein Future. Ich schaue mal, ob wir vielleicht noch was anderes finden. Könnte man auch einen S3-Punkt nehmen. Okay. Hier wird jetzt das Chartbild leider nicht geladen, aber wir können es uns direkt im MetaTrader mal ansehen. Und hier haben wir jetzt was Interessantes gefunden. Also ein ETF. Wer jetzt nicht so auf ETFs steht zum Handeln, da kann ich das gleich nochmal zeigen. Ist auch ganz einfach, wie man es ausschließen kann. Ja, aber hier hätte man jetzt schon mal ein interessantes
Setup. Also hier sieht man schon, der Markt heute extrem weit heruntergefallen, heruntergelaufen und entsprechend jetzt am Pivotpunkt angekommen, genau auf dem Level, wo früher auch schon ein paar Handelstage davor als Tief, das Tief getestet wurde. Ein paar Handelstage davor ist er ein bisschen ausgebrochen, beziehungsweise hat er unter dem Tief schon mal geschlossen. Und für mich sieht es auf M15 erstmal ganz gut aus. Natürlich sollte man jetzt auf H1 auch mal abchecken, wie das Ganze läuft. Und was für Long spricht, ist, man hat hier ein höheres Hoch. Also das Hoch wurde schon mal überboten. Und markttechnisch gesehen sind wir jetzt auch noch in dem Aufwärtstrend, bis eben das letzte Tief herausgenommen wird. Und man könnte jetzt darauf spekulieren, dass eben das Tief quasi ein bisschen weiter gelaufen ist, als es in diese Diagonale jetzt so gepasst hätte. Ja, dieses Tief hätte gut reingepasst, er hat es unterboten. Und man könnte sich jetzt aber in Richtung Long positionieren und das Setup wäre so lange gültig, bis er quasi das letzte Tief oder das davor herausnimmt. So, Platz hätte man hier bis nach oben eine Menge. Wenn er weiter intakt bleibt, dann würde er natürlich das Hoch überbieten, aber das wäre natürlich eine ganze Strecke. Also solche großen Strecken würde ich mir, kann man sich quasi als übergeordnetes Ziel setzen. Aber man sollte dann eben vorher schon mal gucken, ob er an den anderen Pivotpunkten schon mal ins Straucheln kommt. Und da könnte man entsprechend sein Trailing Stop Loss schon mal aktivieren, zum Beispiel, ja? Wenn man seine Gewinne absichern will. Oder man geht eben nach, man setzt eben den Stop Loss schon mal auf Break-Even, wenn er eine gewisse Strecke gelaufen ist. Das kommt eben dann auf Ihr Trading-Stil drauf an. So, da hätten wir jetzt schon mal ein gutes Beispiel gehabt. Und ich würde mal vorschlagen, das Ganze, genau, eins wollte ich Ihnen noch zeigen, und zwar das Zeitintervall haben wir gesetzt gehabt und wir haben auch den Support gesetzt gehabt. Und wer jetzt keine ETFs handeln möchte und zum Beispiel nur in den Forex Major-Paaren unterwegs ist, der kann das Ganze in der Asset-Kategorie auch festlegen, dass er sagt, ich möchte mir nur für Forex Majors die Ergebnisse anzeigen lassen. Man kann hier beliebig viele der anderen Asset-Kategorien aber noch dazu schalten, dass man sagt, ich handle aber auch deutsche Aktien und ich handle auch die Indizes und dann würde man entsprechend alles, was sich dicht an dem Pivotpunkt S3 befindet, angezeigt bekommen und die Ergebnisse müssen aber auch auf M15 sein und es muss eines der ausgewählten Kategorien sein. Also so würde hier der Forex-Screener quasi funktionieren. Es ist wie ein Filter. Man kann eben genau sagen, wonach filtert man den Markt. Und wenn man jetzt hier in diesem Beispiel kein Ergebnis gefunden hat, dann heißt es eben nichts anderes als, es gibt gerade keinen Markt. Also es gibt gerade keine deutsche Aktie oder Forex Major Paar oder Index, welches dicht an dem S3-Punkt sich befindet. Das ist quasi einfach ja, die Bedeutung dahinter, wenn man kein Ergebnis gefunden hat. Und das Ganze war jetzt eben ein Basic Setup. Ich würde vorschlagen, wir gucken uns mal an, wie wir das Ganze kombinieren können mit den anderen Filtern, um vielleicht noch ein paar richtig coole Setups zu finden. So, hier hätten wir jetzt ein Setup. Und was kann man hier drauf erkennen? Also man kann erkennen, wir haben jetzt hier wieder den Pivotpunkt R3. Wir wollen jetzt an dieser Stelle short einsteigen. Und was eben noch wichtig ist, wir sind hier in einem Abwärtstrend. Ja. Der Abwärtstrend,
Wer sich mit Trends noch nicht so genau auskennt, der kann gerne mal auf unserem Blog vorbeischauen. Da haben wir auch einen Artikel darüber geschrieben, zu dem Thema Trends. Und es gibt auch zahlreiche Filter, wie man nach Trends suchen kann mit dem Forex-Screener. Ich werde darauf natürlich gleich noch ein bisschen eingehen. Wichtig ist immer zu wissen, wir haben tiefere Hochs, tiefere Tiefs. Und wir wollen jetzt quasi unseren Trend, der schon über mehrere Tage läuft, der soll jetzt an einem Hoch angekommen sein oder es soll gerade ein Hochpunkt sein und gleichzeitig soll er sich an dem Pivotpunkt R3 befinden. Und ich werde Ihnen jetzt gleich mal zeigen, wie man das Ganze formulieren kann mit dem Forex-Screener und dann gucken wir mal, ob der Markt eventuell so ein Setup hergibt. Eigentlich haben wir gerade schon mal gesehen, dass es nicht viele Märkte gibt, die gerade an dem R3-Punkt liegen, aber ich würde trotzdem mal zeigen, wie man das ganze Setup bilden kann. Und zwar würden wir als erstes in die Trendfilter-Sektion gehen und wir würden hier mal schauen, die Trendrichtung, die soll abwärts gerichtet sein. So. Und hier gibt es mehrere Filter und zwar kann man hier bestimmen, auf welchem Zeitintervall soll der Abwärtstrend denn vorhanden sein? Also man könnte sagen, wir wollen einen Abwärtstrend auf dem Tageschart haben. Das wäre jetzt so möglich, indem wir das so machen. Und jetzt könnte man schon mal gucken, die Charts, irgendwas funktioniert hier gerade im Hintergrund nicht. Ich bitte das zu entschuldigen. Aber man sieht hier eben, wenn man sich die Charts jetzt auf dem Tageszeitintervall anguckt, dann sieht man schon, dass hier der Abwärtstrend immer vorhanden ist. Also man sollte hier in der Regel natürlich dann den Abwärtstrend haben, markttechnisch. Und jetzt wollen wir einmal gucken, was davon jetzt gleichzeitig noch an einem tieferen Zeitintervall an dem Pivotpunkt R3 liegt. Und das Ganze können wir jetzt mal schauen. Die Distanz soll eben kleiner sein als 0,02. Und er würde hier übergeordnet nach dem Abwärtstrend auf dem Tageszeitintervall suchen, sodass wir quasi für uns noch festlegen können, auf welchen Zeitintervall wir die Ergebnisse uns anzeigen lassen wollen. Und hier können wir mal H1 quasi dafür aussuchen. Und jetzt hätten wir ein Ergebnis dafür gehabt und ich würde sagen, wir schauen mal, ob das ein gutes Setup ist. So, das Ganze im MetaTrader betrachtet, sieht definitiv auch sehr interessant aus, muss ich sagen. Es ist von der Erklärung her eigentlich ähnlich wie das Setup, was wir zuletzt betrachtet hatten, nur eben, dass wir diesmal die Trends auch definiert haben. Der markttechnische Abwärtstrend, der würde entsprechend hier losgehen, weil es kein Tief gibt, was höher ist als dieses Tief in Folge gesehen. Auch dieses Tief ist noch ein bisschen tiefer als das von davor. Und auch die Tiefs, also davor meine ich natürlich die Hochs, ne? Aber auch die Tiefs sind entsprechend immer tiefer. Und hier sieht das Ganze so aus, als würde er langsam in so eine Seitwärtsphase kommen. Spricht jetzt auch dafür, dass man sich Richtung Short einstellen kann. Und jetzt sind wir eben genau noch an dem Pivotpunkt R3 angekommen. Und hier müsste man jetzt nur noch abwarten, bis der Markt einleitet. Und das tut er dann meistens auf den kleineren Zeitintervallen, bis er einleitet, in Richtung Short zu gehen. Es könnte eben so eine Kerze sein, die sieht schon ganz gut aus, ne? Man könnte eben auch definieren, dass man sagt, er soll jetzt unter dem Pivotpunkt R3 schließen und dann würde man reingehen. Ansonsten muss man halt aufpassen, dass man nicht in die Gefahr läuft, dass er seinen Abwärtstrend einfach über den Haufen wirft und jetzt hier ein höheres Hoch macht. Und dann vielleicht korrigiert und Richtung Long geht. So, das wäre quasi das Exit für das Setup. Aber ansonsten sieht das erstmal Richtung Short aus meiner Sicht. Und das ist eben ein schönes Setup, was man
ja, mit dem Forex-Screener so finden kann. Und es gibt auch die Möglichkeit, wenn man mehrere Filter, wie in unserem Falle jetzt, aktiv hat, und dafür gibt es halt nicht so viele Ergebnisse. Also von über 450 Symbolen, mittlerweile sind es auch schon ein bisschen mehr als 450, muss man sich mal überlegen, hat man jetzt nur ein einziges Symbol, was unsere Kriterien erfüllt? Und damit man quasi solche Situationen nicht verpasst, kann man auch sich das Ganze als Filter-Setup anlegen, dass man sagt, Abwärtstrend plus R3. Hat man das Ganze hier unten gespeichert. Und beim nächsten Mal, wenn man in den Forex-Screener hineingeht, könnte man einfach draufklicken, dann würde er automatisch die Filter aktivieren. Und man kann aber auch die Glocke aktivieren. Das Ganze sind die sogenannten Forex-Screener-Signale. Dann wird man jedes Mal, wenn dieses Setup am Markt eintritt, wird man eben benachrichtigt und bekommt dann eben eine E-Mail-Benachrichtigung. Ja, auch wenn man unterwegs ist, kann man sich das Ganze dann natürlich vom Smartphone angucken, ob man so einen Trade eingehen möchte oder nicht. So. Und ich würde sagen, wir gucken uns mal an, was wir hier noch für Setups haben. Hier haben wir natürlich noch von dem ersten Trading-Setup noch ein Trading-Beispiel, ja, wo hier der Short-Einstieg ist. Es ist sogar der zweite Short-Einstieg. Also hier wurde schon mal probiert, beim Pivotpunkt R2 reinzugehen. Das kann man auch machen. Hat nicht geklappt. Dann entsprechend noch eine weitere Position aufgebaut und an dem Pivotpunkt R1, der nächste Widerstand, der dann quasi angelaufen wird, wurde die Position dann aufgelöst. Also so kann das Ganze eben aussehen. So könnte man das Ganze handeln. Und wir schauen uns mal an, was es eben noch für weitere Setups gibt, woraus die sich zusammensetzen. Und hier haben wir ein Beispiel. Wir haben hier wieder verschiedene Trading-Tage. Der Markt davor, der hat gar nicht so eine klare Richtung. Der, ja, läuft eigentlich mehr so seitwärts und wir haben an der Stelle ja, innerhalb eines Trading-Tages ein Breakout. Also da macht der Markt richtig Dampf in eine Richtung und manchmal hat man eben das Phänomen, dass dieser Breakout sogar nur eine Kerze ist und das kann eben eine sogenannte Power Candle sein. Das Ganze sieht entsprechend so aus, das habe ich für Sie mal festgehalten. Da hat man eben eine extrem große Kerze, die überdurchschnittlich wächst. Und da ist immer die Frage, bis wohin läuft denn so eine Kerze? Also irgendwo gibt es für jede Kerze ja auch einen Stopp, sage ich mal, ne? Und hier bietet sich dann zum Beispiel eben an, dass man die Pivotpunkte als Widerstand nimmt, dass eben einer der Pivotpunkte angelaufen wird. Sie wissen, ich bin Fan der äußeren Pivotpunkte, also R3 oder S3. Und hier gäbe es dann die Möglichkeit, an so einem Widerstand sich zu positionieren und in die Gegenrichtung einzusteigen. Also den Abprall zu handeln. Hier gibt es auch ein Beispiel, wo so eine große Kerze, das ist quasi das gleiche Beispiel, nur dass man jetzt ein Zeitintervall reingezoomt hat. Und die Kerze im ersten Moment bis hierhin gelaufen ist. Danach fing eben die Korrektur an. Also das ist quasi von hier der Moment, ist quasi hier oben. Und danach korrigiert die Kerze. Und dann könnte man eben dieses Zwischenspiel zwischen den beiden Pivotpunkten R3 und R2 ausnutzen, dass man sagt, die Kerze, die macht jetzt eine Korrektur. Und korrigiert entsprechend bis zum nächsten Pivotpunkt und eventuell stoppt sie dort aber wieder und läuft weiter in Ausbruchsrichtung. Diese Technik wurde quasi hier angewendet, sodass beim R2 der Long-Einstieg erfolgt ist und beim Punkt R3 der Ausstieg erfolgt ist. Ich kann Ihnen das Ganze auch gerne wieder zeigen im Forex-Screener, damit Sie einmal sehen, wie Sie das Ganze
finden können für sich. Und zwar können Sie oben in der Suchleiste einfach mal eingeben Power Candle, dann finden Sie den Power Candle Filter. Und wenn Sie den aktivieren, dann finden Sie alles, was aktuell eine Power Candle ist. Jetzt haben wir hier wieder einen Future und ich zoome mal rein. Es ist gerade kein schönes Beispiel, aber man kann hier schon erkennen, dass diese Kerze eben extrem viel größer ist als alle anderen Kerzen. Also man ist eben damit auf der Suche nach überdurchschnittlich großen Kerzen und das findet man mit dem Power Candle Filter. Jetzt haben wir wieder das Problem, dass marktweit eben nur ein Ergebnis vorhanden ist und bei den Power Candles bietet sich es eben auch an, dass man sich einfach benachrichtigen lässt, wenn so eine Power Candle am Markt eingetreten ist, weil das sind immer wenige Momente, wo sich sowas ausbildet und wo man das dann entsprechend handeln kann. Also würde ich sagen, gucken wir mal, was wir noch so im Petto haben. Genau, hier noch eine kurze Anzeige für Sie, und zwar die Forex-Screener Signale. Wer sie noch nicht erworben hat, der hat hier die Chance zu sparen. Ganze 15% auf Lebenszeit mit dem Gutschein Signale 15 für alle, die schon Forex-Screener-Nutzer sind. Und wer noch gar nicht den Forex-Screener nutzt, der kann sich gerne ein Konto eröffnen bei FX Flat und wird entsprechend 3 Monate gratis die Forex-Screener-Signale erhalten. Und der Forex-Screener-Zugang an sich ist natürlich sowieso kostenfrei für alle Kunden von FX Flat. Also wer bei FX Flat tradet und noch keinen Zugang hat, kann ihn sich gerne gratis beantragen und dann on top noch die Signale dazu buchen. So, und dann kommen wir zum nächsten Trading-Setup. Hier haben wir wieder einen Abwärtstrend, den man ja, mit den Filtern abbilden kann. Das habe ich Ihnen ja schon gezeigt. Und hier haben wir eine Besonderheit, und zwar neben dem Pivotpunkt S3, der wieder angelaufen wird in dem Beispiel, gibt es eben die Möglichkeit, dass man sagt, man möchte noch einen weiteren Widerstand haben, an dem sich der Kurs befindet. Und dementsprechend ist der Markt an zwei Widerständen gleichzeitig. Einmal an dem Pivotpunkt S3 und der zweite Widerstand kann eben sowas sein wie eine Preismarke. Die Preismarken würde ich Ihnen auch mal kurz zeigen, wie das Ganze aussieht. Das sind einfach runde Marken. Die sehen eben so aus. So, da hat man hier jetzt die Preismarke 083 und die nächste wäre dann entsprechend bei 082 im Euro-Britisch Pfund. Und man sieht es hier als dunkelblaue Linien eingezeichnet. Das ist eben eine andere Art von Widerstand. Wenn man sich den Markt oder den Chart so ansieht, kann man auch erkennen, dass an den Preismarken entsprechend öfter mal der Kurs einen Widerstand findet und die Idee dahinter, das beides zu kombinieren, ist ja einen verstärkten Widerstand abzubilden. Das findet man natürlich auch nicht so oft, also das findet man nicht tagtäglich pro Symbol und das Ganze kann man aber mit dem Forex-Screener natürlich wieder abbilden, sodass, wenn man seine Screening-Session hat, dass man einmal überprüfen kann, ob der Markt sich gerade an so einem Widerstand befindet. Indem man jetzt einfach neben dem Preismarkenfilter entsprechend einen der Pivotpunktefilter wieder mit aktiviert. Da könnte man den S3 nehmen, beziehungsweise können wir auch mal einen anderen Pivotpunkt nehmen. Ich muss hier mal noch kurz rauszoomen. So. Und dann können wir mal prüfen, ob es eine Trade-Möglichkeit hier gibt. Bisher bietet uns der Markt noch nichts. Null Ergebnisse.
Heißt quasi, der Markt hat gerade so ein Setup für uns nicht bereit. Ja, ist Dienstagabend vielleicht eine schlechte Zeit für diese Setups. Okay. Aber dann kann man eben, da muss man eben mal schauen, dass man das Ganze zu einer volatileren Zeit in den Screener eingibt und dann findet man das Ganze auch. Oder eben mit den Signalen findet man solche Signale oder wird man auch mehrmals die Woche benachrichtigt, dass der Markt auf so einen Widerstand gestoßen ist. Also ich habe dieses Setup habe ich mir auch abgespeichert und auch die Glocke aktiv. Preismarke plus S3 und Preismarke plus R3 und erhalte entsprechend, ich glaube, so 2 bis 5 Signale pro Woche, die man dann natürlich auch handeln kann. Hier noch ein Screenshot. Da hat man eben das Ganze. Hier überlappen sich jetzt die beiden Widerstände. Der Punkt S3 und die Preismarke sind quasi diese blaue dicke Linie. Und man sieht hier schon davor, dass der Markt den Punkt S2 als Widerstand nimmt, ihn dann später durchbricht. Und als nächsten Halt ist er dann beim Punkt S3 angekommen. Da folgt der Long-Einstieg und ups, hier gibt es gar nicht die Trade-Auflösung, aber ja, dann kann der Markt entsprechend den Abprall bis zum nächsten Pivotpunkt-Level nehmen und man kann es dort entsprechend handeln. Man sieht ja auch an der gestrichelten Linie, wo das Target liegt, also wo der Take-Profit liegt und ja, der dann natürlich auch im besten Fall erreicht wird. So, dann zeige ich Ihnen noch ein letztes Setup, was auch wieder in unsere Pivotpunkte hineinpasst. Und zwar geht es diesmal um die Dot Range. Und die Dot Range sieht man entsprechend hier eingezeichnet. Und zwar findet man in dieser Range viele Kerzen, die den Dot nach oben ausgebildet haben. Und das heißt, das kann man eben so interpretieren, dass es gibt hier einen Widerstand, der Markt kommt nicht durch, sondern es gibt hier eine Range gebildet aus Dochten und das ist auch ein sehr gutes Zeichen, um in die entgegengesetzte Richtung zu handeln. Entsprechend hier wurde auch der Einstieg gemacht Richtung Short. Der Stop-Loss, den setzt man dann natürlich über so eine Docht-Range. Dieses Setup ist auch relativ selten, dass man das findet. Aber ich arbeite eigentlich fast ausschließlich nur noch damit, mit der Benachrichtigung, damit ich solche Setups auch nicht verpasse. Und man kann eben sehen, die Kombination aus diesem Widerstand der Docht-Range und dem Punkt R3 funktioniert dann eben in den meisten Fällen, sodass man eben wieder in die entgegengesetzte Richtung handeln kann. Und den Take-Profit legt man dann eben als Target entweder näher des nächsten Pivotpunktes oder wenn sich hier auch eher so ein kleines Hoch gebildet hat, lokales Hoch, oder das könnte man auch schon fast als Docht-Range bezeichnen, dann wird der Kurs eben entsprechend bis dahin laufen als erste Anlaufposition und was er danach tut, weiß man natürlich nicht, ne? Aber deswegen kann man an der Stelle dann auch einfach die Position erstmal auflösen. Genau. Okay. Dann schaue ich mal, ob hier noch was kommt. Genau. Und zwar sind unsere Trading-Themen für die Webinare immer sehr dynamisch. Also wir schauen, wo gibt es Nachfrage, was wollen Leute erklärt haben und gibt es auch noch Themen, die Sie sich innerhalb des Screeners wünschen? Also wenn Sie schon, die Sache mit dem Screener ist ja, Sie müssen schon wissen, wonach Sie handeln und Sie wollen mit dem Forex-Screener eben Zeit sparen und einfach nur noch sagen, was die Kriterien sind und was Ihnen, wonach gesucht werden soll für Sie im Markt. Und wenn Sie jetzt sagen, ah, eigentlich suche ich gerne nach so und so einer Formation zum Beispiel, und ich möchte es gerne
automatisiert finden mit dem Forex-Screener, dann können Sie uns gerne kontaktieren an unsere E-Mail-Adresse mail@forex-screener.de oder Sie schreiben jetzt eine kurze Nachricht mal in den Chat hinein, was für Sie eben interessant ist. Und dann können wir das auf unsere To-Do-Liste entsprechend annehmen. Hier nochmal der Verweis für Sie, falls Sie noch ja, kein Kunde sind bei FX Flat, können Sie das gerne werden. Sie erhalten on top den Forex-Screener kostenfrei und können eben den Markt komplett damit screenen. Wenn Sie schon Kunde sind bei FX Flat, umso besser, dann können Sie sich auch Ihren kostenfreien Zugang beantragen. Sie müssen dafür einfach auf unsere Webseite gehen, forex-screener.de, oder Sie gehen auf die Seite von FX Flat. Da können Sie das Ganze auch finden. Und der große Vorteil ist natürlich, dass unsere Kurse direkt von unserem Partnerbroker FX Flat stammen. Also alles, was Sie hier am Markt oder mit dem Forex-Screener finden, das sehen Sie dann auch 1:1 so in dem MetaTrader von FX Flat. Okay, dann sind wir auch schon am Ende des Webinars angekommen. Ja, falls es hier noch irgendwelche Fragen gibt zu den Pivotpunkten oder allgemein zum Forex-Screener, dann können wir das natürlich gerne noch beantworten. Ansonsten bedanke ich mich schon mal, dass Sie so zahlreich erschienen sind und natürlich auch, dass Sie so ein Interesse an diesem Webinar hatten. Und ja, wünsche Ihnen entsprechend noch einen schönen Abend und natürlich eine Menge profitable Trades. Ja, sehr gut. Da schließe ich mich an. Bedanke mich natürlich bei dir für das Webinar heute. Nächsten Monat geht's weiter hier mit der Webinarreihe und vielen Dank an alle Teilnehmer ja, fürs Dabeisein. Wünsche natürlich noch einen schönen Abend, eine erfolgreiche Woche. Passen Sie auf Ihre Positionen auf und die Aufzeichnung kommt so schnell wie möglich online. Und ja, hoffentlich dann bis zum nächsten Termin. Also, bleiben Sie gesund. Bis dann. Ciao.